Tor zum silbernen Turm. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Diablo 3 mit mir und auch mit dem anderen, der Paddy heißt. Hallo. Hallo. Gärtner Hoffnung, komm, wollen wir nicht lang schnacken hier direkt wieder zurück. Wir sind immer noch auf der Suche nach Olle Diablo, beziehungsweise immer nach diesen komischen Höllenportalen. Ja, was siehst du, da fällt mir gerade ein, ich hab was für dich. Das hab ich noch irgendwo vorhin aus der Kiste geholt. Mhm. Pass auf. Atem des Todes. Dieser Gegenstand gehört jemand anderen und kann nicht von dir aufgehoben werden. Hammer geil. Ja, kannst du aber handeln mit mir. Meinst du? Natürlich. Dann handeln wir mal drin. Oder du haust erstmal den Leuten ein paar auf die Fresse. Kann nicht gehandelt werden. No. No. Falls du dich mal fragst, was das ist um den Schmied und den Juwelier aufs letzte Level zu updaten. Ja, ja, das weiß ich noch. Aber. Aber geht leider anscheinend nicht. Zack. Für zack herum. Schon lange nicht mehr gesagt. Imperius, der Erzengel der Tapferkeit, ist der größte Krieger der Schöpfung. Er schwelgt in Kriegen und Schlachten und hat die Truppen des Himmels zu unzähligen Siegen geführt. In Abwesenheit Maltaels ist es nun Imperius, der den Vorsitz des Angiris-Rats innehat, immer darauf bedacht, die hohen Himmel vor allen Feinden zu schützen. Jetzt erfahren wir quasi über jeden einzelnen der großen Engel. Was ist mit mir los? Heilung reduziert. Wer er ist und was er für einen Aspekt vertritt. Imperius halt, Tapferkeit jetzt. Hat er es gerade erzählt, habe ich schon wieder vergessen. Kannst mal sehen. Naja, sowieso passt du auf. Ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. Alter, wo geht es denn hier lang? Also hier schon mal nicht. Dann glaub ich hier unten. Glaub ich da unten? Und doch. Oh, neues Wissen. Die Morlu waren einst Menschen und große Krieger. In ihrer Seele lag jedoch eine Dunkelheit verborgen. Und Mephisto, der Herr des Hasses, machte sich diesen Makel zunutze und führte sie mit einem Trick in die Knechtschaft. Mit der Zeit entstellte sein Zorn ihre menschliche Form und hinterließ nichts als feurige Gespenster. Ich benötige mehr Zorn, die weder Schmerz, Furcht noch Zweifel kennen. Boah, der Olle Eggert, war, wenn der erstmal anfängt zu reden. Dann hört er aber auch nicht mehr auf, da. Wie könnt ihr es wagen, in die Wasserfall der Himmel einzudringen? Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Wo ist dieses Portal? Na. Auf der Karte wird ja nichts angezeigt, ne? Nee. Nee, nein. Das kann überall und nirgends sein. Dort wird's auch sein. Oh, guck mal, ein Goldener. Zwei Goldene. Oh, legendäres Schwert. Juhu. Ich war eigentlich schon damit gerechnet, dass das vielleicht noch so ein, zwei Folgen wären. Okay, ganz zu wenig wären es nicht. Aber ich denke mal so 8 Folgen. Meinst würde du? Würde ich einfach mal schätzen. Ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern. Also ich bin der Meinung, dass ich noch sehr erschrocken war, dass es so kurz war, der vierte. Okay, hier haben wir auf jeden Fall schon mal das... Oh, neues Wissen. Viel wurde unter den Horadrim über das Schattenungeziefer diskutiert. Manche Gelehrte glauben, dass diese gespensterähnlichen Schrecken aus konzentrierter dämonischer Energie bestehen. Andere wiederum sind der Meinung, dass sie menschliche Seelen sind, die von Diablo korrumpiert wurden. Sie gleiten genauso mühelos durch die Dunkelheit wie ein Fisch durchs Wasser, bereit, ein unvorsichtiges Opfer zu finden und es zu ersticken.
schönes Schwert hast du. Ist leider noch nicht stark genug. Zack. Auf jeden Fall haben wir da schon mal den Punkt, wo wir dann zum nächsten Höllendings kommen. Wir müssen aber noch vorher dieses Portal öffnen. Yep. Mal gucken, bei dem Schwert, wenn ich dazu noch eine schöne Magierkugel oder sowas bekomme, muss ich es dann wieder ausgleichen mit der Stärke. Ich bin auch nicht so ein Fan von so einem Zweihandstab, so wie jetzt hier. Ja, aber wenn es gut Schaden macht. Ja, wie gesagt, deswegen mal gucken. Schwert und Kugel oder sowas, wie die zusammen so wirkt. Alter, wo ist dieses scheiß Tor? Ich will das Tor! Ich will das Tor offen sehen. Da ist es. Nee, schade. Voll. Wow. Siehst du, fällt mir ein, da könnten wir eigentlich auch... Oh, guck mal, wo geht's denn hier hin? Huch, jetzt bin ich reingegangen. Okay, dann komm ich mal mit. Sakelium. Der Tugend. Aber ich habe das Gefühl, hier sind wir auch nicht richtig. Nee, irgendwie nicht, wa? Aber epische Musik. Das macht alles wieder wett. Zack. 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 Das ist echt ein Durchschnetzeln hier, wa? Ne, was ich mir überlegt habe, man könnte ja auch im Livestream mal so ein bisschen Adventure-Modus, wenn dann, machen. Weißt du, ein bisschen Sachen farmen und so. Ja, das ist ja, was ich mal zu dir meinte. Oder dann halt diesen Dings-Level. Na, wie heißt der denn? The Pony-Level? Ja, genau. Und dann vielleicht das auch, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, mir erzählt, dass Twitch das auch zeitlich nicht aufnimmt. Und dann kannst du wieder mal hochladen oder so. Ja, ich würde das aber trotzdem dann eher mit Fraps aufnehmen. Okay. Warum, wieso, weshalb? Das wäre jetzt zu langsam. Zu langweilig. Und nicht so actiongeladen wie diese Kämpfe hier. Ja. Ich hätte gern so eine blauen Flügel. Ich glaube, die blauen Flügel hat man, wenn man sich eine Olle erstellt, ne? Ich würde eigentlich fast behaupten, die sind gleich. Ah, ich habe noch nie eine Olle erstellt, ich weiß ja nicht. Olle ist übrigens Berliner Art für nette junge Frau. So eine Diskussion hatte ich schon mal mit dem Sohn von meinem Stiefvater. Echt? Da habe ich damals geschrieben mit einem Kumpel, ja, ey, dem seine Olle und so weiter. Und dann schreibt er mich an, ja, warum nennst du meine Freundin Olle? Sagst du, ja, das ist Umgangssprache, so rede ich halt nur mal. Sagt genauso zu dem anderen Kumpel, sag ich so, selbst wenn ich vor ihm stehe, so, er hat eine alte und so. Aber. Ist Berliner Art einfach. Er ist halt so ein Typ gewesen, der kommt nie wirklich unter Leute. Ist so ein Stummhocker. Paddy, der will heute einfach mal Leute hier in der Aufnahme diskreditieren. Naja, sicher. So ist der Paddy nämlich. Bin ich dafür nicht da? Hast du nicht gesagt, ich soll ins Video kommen, um Leute zu diskreditieren? Nee, da hast du falsch zugehört. Ich hatte gesagt, du sollst ins Video kommen, damit ich dich diskreditieren kann. Ach so. Ach so. Okay, so, das ist, wo ist eigentlich das scheiß Portal? Ich glaube, wir müssen noch ganz nach rechts irgendwie nochmal, oder was? Ja, glaube ich auch. Naja, haben wir immerhin alles gesehen. Ja, der Boden sieht geil aus hier. Generell die ganze Umgebung geil, das ist schon der Hintergrund. Die ganzen fliegenden Festungen da überall und so. Das sieht schon echt geil aus. Die Bäume hier sehen auch fett aus. Ja. Wenn das denn Bäume sind oder so. Ja, die erinnern mich so ein bisschen an die Bäume von Terraria, wenn man heiliges Gebiet hat. Dann waren die auch mal so farbig. Und der Blau erinnert mich extrem daran.
Was ist das? Nichts. Super. Ist ja klar. Natürlich. Steht kurz bevor in die Fallen. Du kommst zu spät. So wie du schon immer zu spät gekommen bist. Lieber zu spät kommen als zu früh kommen. Lieber zu spät als nie. Zack, zack. Oh, jetzt habe ich irgendeinen Crap aufgehoben. Ich bin von meinem Leiden erlöst. Hier können wir was über Erzengel Itherael erfahren. Das Wissen über die Zukunft gewährt Macht über die Gegenwart. Aus diesem Grunde ist Itherael, der Erzengel des Schicksals, ein wichtiges Mitglied des Rats. Er alleine verfügt über die Fähigkeit, die Fäden des Schicksals zu entschlüsseln, die in die himmlische Schriftrolle des Schicksals verwoben sind. Sein grenzenloser Blick erlaubt ihm Einsichten, die andere niemals voll nachvollziehen könnten. Ich benötige mehr Zorn. Ich dachte eben, da wäre ein Legendary, aber irgendwie scheint ich mich zu verguckt. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Ich hatte jetzt erst das Buch mit Imperius, was du vorher schon hattest. Und da schon unser Ziel. Oh, wieder so ein gelber Hammerfürst oder wie heißt. Du hast dich also aufgemacht, den Ukulus zu zerstören. Du wirst es nicht schaffen. Die Höllentore sind geschlossen. Ihr habt meine Erwartungen weit übertroffen, Nephalem. Aber wir dürfen keine Sekunde vergeuden. Schnell, ihr müsst zum silbernen Turm vordringen. Wenn die uns immer hier so eine Portale machen. Die Höllentore sind geschlossen. Unwichtig. Bald wird von diesen hohen Himmeln nichts mehr sein. Die ganze Schöpfung wird das Reich des Grauens sein. Das Reich des Grauens. Wenn die uns hier immer so eine Portale macht, warum zur Hölle kann sie uns denn dann nicht einfach ein Portal direkt dahin machen, wo wir hin müssen? Eigentlich schon, ne? Vor allem, weil ja jetzt hier keine Gegner mehr sind, ne? Haben wir ein bisschen Zeit zu diskutieren. Paddy, wie findest du denn, oder was hältst du denn von Spielen wie Diablo? Also es gibt ja noch verschiedene andere. Es gibt ja Torchlight, es gibt Path of Exile, es gibt Grimdawn, kommt jetzt demnächst, ne? Jo. Und dann gibt es da eins, habe ich gesehen, da bist du... warte mal, ich glaube, ich lauf gerade... Ne, ich lauf richtig. Da bist du quasi in der Oberwelt und dann gibt es noch so eine Schattenwelt. Hab aber den Namen vergessen. Und dann gibt es, da gibt es noch voll viele andere. Hast du da irgendwie einen Favoriten? Kannst du da den Leuten irgendwas empfehlen? Also empfehlen kann ich auf jeden Fall für Leute, die vielleicht nicht so einen leistungsstarken Rechner haben und auch kein Geld ausgeben wollen, Path of Exile. Also ist ein Kosten. Also ich habe zurzeit nicht die Motivation, das Spiel zu spielen. Was auch einfach daran liegt, dass ich zurzeit nicht wirklich viel spiele. Wenn dann nur zocken wir halt abends ein bisschen, wenn du aufgenommen hast, wenn du fertig bist mit Aufnahmen und so weiter, dann zocken wir halt ein bisschen. Aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil es einfach kostenlos ist und es gibt da keinen Pay-to-Win, falls jemand das jetzt denken sollte. Nur das Bezahlungsmittel ist da ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil früher, wo du bei Diablo Identifikationsschriftrollen hattest, um Sachen zu identifizieren halt, sind da halt Zahlungsmittel. Das ist halt ein bisschen merkwürdig, aber ansonsten ist das eigentlich ein geiles Spiel. Ja, Diablo zocke ich gerne. Aber kostet halt natürlich auch ein bisschen was. Und du? Ich? Ich finde alles scheiße. Nee. Ich hab ja dazu schon mein Teil gesagt. Ne? Path of Exile macht mir unheimlich viel Spaß, aber im Moment kann ich es wohl nicht zocken, weil mir da jemand fehlt, mit dem ich zusammen zocken kann. Weil der Paddy, der will immer nicht. Auf jeden Fall haben wir ja Olle Tyrael. Er ist wieder zurück. Tyrael? Ja, mein Freund. Ich bin wieder bereit, an eurer Seite zu kämpfen. Es war ein Fehler, sich der Verzweiflung hinzugeben. Ihr habt mir gezeigt, dass noch immer eine Chance besteht, zu siegen. Aber wir müssen uns beeilen. Diablo ist bereits auf dem Weg zum Silbernen Turm.
Ich verstehe es endlich. Euer Volk stellt sich dem Tod und der Finsternis jeden Tag. Trotzdem findet ihr den Mut, weiterzumachen. Es ist eine Ehre, einer von euch zu sein. Oh ja, das ist es, Tyrael. Ist Tyrael bei dir auch so ein bisschen durchsichtig? Nö. Okay, bei mir ist er so ein Schatten. Ja, das ist immer, wenn, ist mir auch aufgefallen, ich glaube seit dem letzten Update oder dem Update davor, sind immer die Leute, die mir folgen, sind bei dir ein bisschen durchsichtig. Hm. Warum auch immer. Jo. So, Kristallsäulengang. Ereignis, die Kristallsäulengang ist wieder da. Ich habe... Okay, welch ein krasses Ereignis. So, was haben wir hier? Sprint-Trotz. Okay. Cool. Endlich. Wollte ich schon immer haben. Oh yeah. Bei der Macht von Spind-Trotz. Ich trage Sandalen. Ihr, euresgleichen habt ihr nichts zu suchen. Wenn ich euch noch einmal sehe, werdet ihr sterben. Schenkt ihm keine Beachtung. Das ist euer Kampf, Nephalem. Eure Macht ist größer, als selbst Tyra ihn vorausgesehen hatte. Wir können nur noch hoffen. Doch nun müssen wir Diablo aufhalten, bevor er den Kristallbogen über uns erreicht. Okay. Ja, jetzt ist er bei mir so ein Schattenwesen. Okay. Ja, jetzt folgt er mir. Oh. Ist okay, Paddy. Beruhig dich. Tor zum silbernen Turm. Ja, wollte ich auch schon immer mal machen. Gut, wir gehen jetzt hier rein. Diablo will den Kristallbogen an der Spitze des silbernen Turms verderben. Wenn er Erfolg hat, werden die hohen Himmel für immer verloren sein. Tyrael und ich werden uns dem Herrn des Schreckens selbst stellen. Tyrael und ich. Und sonst keiner. Und ich. Alter, das sieht fett aus hier. Sieht ein bisschen verdorben alles aus. Oh, Lea! Wie fühlt sich das an? Zu wissen, dass ihr mir dabei geholfen habt, zum obersten Übel zu werden. All euren tapferen Taten zum Trotz ist doch das Einzige, was ihr wirklich erreicht habt, mich zu entfesseln. Ihr seid ein wahrer Retter, nicht wahr, Nephalem? Hast du langsam Angst, Diablo? Akarat gewährt mir seine Gunst. Okay, ich hab einen Rank-Up. Yeah. Da gucken wir auch noch kurz rein. Gesegneter Schild. Oh, was Neues. Göttliche Aegis. Wenn der Schild einen Gegner trifft, werden eure Rüstung und eure Lebensregeneration für einen kurzen Zeitraum erhöht. Cool. Unterstützung. Schuldspruch. Nee, Schuldspruch fand ich ja nicht so geil. Die Bogenschützen, den will ich da wieder drin haben. Und himmlische Vollstreckung. Oh, erhebt euch, Bruder. Nee, Brüder. Landet mit solcher Wucht, dass Avatare des Ordens beschworen werden, die an eurer Seite kämpfen. Cool. Was? Da sind sie. Und da sind sie. Alter, wie viele. Ah. So, und hier geht es dann in den silbernen Turm, was da auf uns warten wird. Das, ne, könnt ihr euch schon denken, seht ihr in der nächsten Folge von Diablo. Mir hat Spaß gemacht, ich hoffe dir auch, Paddy. Wenn nicht, du hast keine Wahl.
Du musst weiterspielen. Du bist die letzte Hoffnung für die Menschheit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.